Dieser Stalagmit bricht bald ab. Dann soll er das doch tun. So, hier. Toll. Nein, du solltest nicht da rausgehen. Da ist ein Lichtschalter. Drehe die Scheiben, um alle Lampen oben aufleuchten zu lassen. Bisher leuchtet hier gar nichts. So, das ändern wir jetzt einfach mal. Eigentlich müsste die doch hier oben jetzt leuchten, oder nicht? Hä? Hallo? Eigentlich müsste das doch jetzt leuchten hier. Was soll denn das? Verursche. Ich lasse das jetzt erstmal so. Okay. Die leuchtet schon mal. Aber das war auch nicht ganz richtig. Beziehungsweise nicht ganz richtig ist oftmals ziemlich falsch. Aha. So. Das geht nicht nach oben. Das ist ja das Seltsame hier irgendwie. Aber es muss doch nicht alles... Ja, seltsam. Okay. Okay, das macht das kaputt. Die zweite Lampe leuchtet auch, fehlt nur noch die erste. Aber da habe ich schon falsch angesetzt, glaube ich. Weil das nämlich nicht so funktionieren wird hier. Okay, Nummer Uno leuchtet. Zwei. Oh, Moment, 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 Moment. So. Teufelsspiel. Das heißt, sie müssen alle irgendwie miteinander in Kontakt stehen, okay. Es ist doch seltsam. Thank you.
Es ist immer hier oben irgendwas falsch, ne? Ah, mit Physik und Schaltungen kenne ich mich einfach nicht aus. Da bin ich dumm für, so. Eigentlich müsste doch das jetzt funktionieren. Ja, okay. Das funktioniert. Aber das Problem ist, ich kann jetzt von da aus nirgendwo hier hin. Ach nein, das ist doch an hier. Das heißt, ich müsste es eigentlich... nach oben geben. Es könnte sich nur noch um Stunden handeln hier. Ich hatte es fast. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich es fast hatte. Das muss da bleiben. Jetzt gib mir doch schon Strom. Doch Schwein. Logisches Denken ist hier gerade nicht mehr, das ist das Problem. Ach, guck mal, ich bin schon wieder zu langsam, die Musik geht wieder aus. Es ist doch jetzt hier eigentlich gar nicht so schwer, oder? Warum stelle ich mich jetzt wieder so doof an? Können wir nicht einfach die mittlere überspringen oder so? Hm. Das linke Licht auf die beiden linken Reihen. Okay, das heißt, ich kapsel das mal ab hier. Also, das geht ja nur so. Weiß ich nicht. Twitch macht sowas neuerdings immer. Wenn ich meinen Text, meine Überschrift hier abändern will, muss ich mich auch immer dreimal einloggen. Okay. Okay, nur die beiden. Das heißt, ich kapsel die jetzt mal ab hier, damit ich wirklich nur die beiden benutze. Genauso wie das da. Das Problem ist, das kann ich ja dann nur so stellen. Und das so und das so. Das so und das hier nach unten. Jetzt geht die an. Das gleiche muss ich wahrscheinlich hier auch irgendwie hinkriegen, ne? Dass ich das verkapsel und das hier und dann sage hier, gib mir Strom für den Mist. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das hier? Weil hier kann ich ja nichts schalten. Kann ich schon. So, so. Danke für den Hinweis. Da stand ich jetzt ja auch nur leicht auf dem Schlauch, ne? Das klemmt. Ich muss mehr Kraft anwenden. Habe ich nicht. Kannst du das? Nein, kannst du auch nicht. Okay, Strom habe ich angeschaltet. Gott sei Dank. Und jetzt nehme ich den Presslufthammer mit, natürlich.
Was haben wir hier hinten noch? Verschlossen. Wenn es mir gelingt, das Magnetschloss mit einer Stahlkugel zu überlisten, könnte ich es aufbrechen. Okay. All die Körperteile. Mir wird ganz mulmig. Mir wäre eher mulmig, dass der Greifarm hier oben die ganze Zeit über mir thront. Was gibt's hier noch? Was soll das sein? Achso, ein Golem-Teil. Und ein mechanischer Fisch. Der könnte wichtig sein, aber wie fische ich ihn heraus? Haha. So ein Wortwitz. Kannst du den rausholen? Nein. Kannst du den rausholen? Nein. Puh, ich habe jetzt auch gerade nichts zur Hand. Und hier oben werden die Roboter zusammengesetzt. Und ich zerreiße sie nur, wenn ich zu fest ziehe. Ich sollte lieber die Haken lösen. Okay. Gut zu wissen. Dann gucken wir uns hier mal weiter um. Kann ich mit dem Presslufthammer ganz unauffällig... Genau, das hat er jetzt bestimmt nicht gehört, dass ich hier mit dem Presslufthammer rumgepresst habe. Dafür haben wir einen Stalagmit mitgenommen. Nein. Wo muss ich hier den Fisch? Kann ich den damit rausziehen? Nee, Speerfischen ist nicht. Und da kann ich auch nichts mit anfangen. Kann ich denn hier das aufbrechen? Ah, okay. Hebelwirkung. Was hat das gemacht? Hat jemand gesehen, was das jetzt ausgelöst hat? Ach so, den Dampf abgestellt, oder? Zur Maschine. Is there anyone there? Hello. Ja, ich bin es, Großvater. Eine Art Uhrwerkcomputer. Ich habe jetzt keine Zeit für Computerspiele. Ich muss Barbara aufhalten. Klischee. Hier gehört irgendein Speichermedium hinein. Okay. Merken wir uns. Und das ist die gleiche Hitbox, natürlich. Hallo. Splendid work, my dear. Barber thinks he knows how this machine works. But really, he doesn't. It's far more dangerous than he thinks. We must stop him, no matter what. First, we need to open this door. Oh, that may be harder than it seems. Barber has tuned all the mechanisms to his super strong mechanical arm. You might need a hand with it. Was für Witz. You might need a hand with it. Hierfür nämlich. Barber kontrolliert dieses Ding mit seiner mechanischen Hand. Okay. Die Stahlkugel, die konnte ich doch hier hinten irgendwo einsetzen. Ich gucke aber eben hier noch. Da ist nämlich so ein Viech. Und wie kann ich die Leiter herunterholen? Ja, der Rechner ist wirklich Steampunk. Ach, da oben hing auch noch so ein Viech rum. Alles klar, schon. Okay, die Kugel. Kann ich die hier einsetzen? Yep. Rolle die Kugel mit Hilfe der Magnete auf die farblich passenden Kreise. Was soll... Ah, okay. Das ist zurücksetzen, rechts und links. Gut. Okay, einmal nach oben bitte und nach da. So, bleibt er jetzt da drinne? Perfekt. Gut, das heißt, jetzt kommt der rote dran. So. Das war jetzt aber ziemlich doof von mir. Weil ich jetzt schon diesen hier nicht mehr wegkriege. Das ist ja doof. Zurück. Okay, wir müssen also gegenseitig gucken, dass wir hier irgendwie mit irgendwelchen Kugeln andere Kugeln stoppen. Das heißt, ich hole die blaue Kugel
mal hier rüber. Und werde erstmal die grüne hier auf die... jetzt ist die auch schon da drin. Mist. Die grüne erstmal auf die Kette kriegen. Das bringt auch nichts. Jetzt hängen die hier unten ja schon fest. Grüne Kugel, geh nochmal zurück hier. Das bringt natürlich nichts. Okay, so. Nein, wir fangen nochmal von vorne an. Wir müssen gucken, dass die violette hier nicht, oder die lilane nicht dahin geht. Können wir schon mal da reinholen. Welche soll denn hier unten rein? Die da? Die ist ja ziemlich blöd da. Runter. Rechts hoch. Das bringt auch nichts. Ich darf nicht so früh irgendwas einloggen hier. Okay. Let me think. Dann holen wir halt die mal hier rüber. Obwohl, nee, die kann ich doch eigentlich so. Die hoch, die da und die dahin. Brauche ich da hinten welche, damit die blaue da raus kann? Rüber, runter, rüber, runter. Einmal zwischenparken, wieder nach oben. Wieder runter ist jetzt hier auch blöd, aber okay. So. Probieren wir es mal hier, ne? So gibt das nichts, glaube ich. Ich brauche nämlich hier zwei. Jetzt habe ich jetzt gleich hier die alle eingeloggt, bis auf die grüne, und die wird dann nicht dahin gehen. Es sei denn, ich kriege die lilane mit, aber die kriege ich nicht mehr mit. Ah, vielleicht doch. So, lilane, du hilfst jetzt hier mal der anderen Kugel. Die ist nämlich ein bisschen dumm, die andere Kugel. Kurz überlegen. Nein, das funktioniert ja jetzt schon nicht mehr. Ach, das ist doch ätzend. Die Lila muss auf jeden Fall als letztes rein. Wir fangen nochmal an. Juhu! Ich glaube, wir müssen die grüne zuerst da reinbringen.
machen wir jetzt auch. Bevor irgendwas anderes jetzt hier seinen Weg findet, erstmal... Oh, schon falsch. Erstmal die grüne Kugel. Obwohl, ich brauche die rote ja da. So. Aber ich möchte die rote nicht da haben. Machen wir das einfach mal so jetzt hier. Ihr habt hoffentlich Zeit. So, dann holen wir mal die blaue darüber. Dahin. Komm du doch auch mal hier hin. Ja, genau. Machen wir doch einen flotten Fünfer hier. Nee, ich wäre hier nicht um die Ecke gekommen, weil ich keine Kugel mehr hatte und alle schon eingeloggt waren. Falls du das eine Mal da meintest. Ach so. Wir machen das jetzt erstmal so hier, dass ich versuche, die grüne da hinten reinzukriegen. Ich glaube, ich mache das gerade extrem kompliziert hier. Kennt man ja gar nicht von mir. Oh Gott, ich möchte das nicht überspringen. Ich glaube, es funktioniert jetzt tatsächlich wieder nicht, ne? Weil ich die blaue da haben muss und die blaue kommt da ja jetzt nicht hin. Ausrasten! Ja, das sind nicht meine Spiele hier. Ich beharre ja immer noch darauf, dass alle hierhin erstmal müssen. Schön, dieser Versuch von mir, sich gerade hier extrem zu konzentrieren. Mit dem Wissen, dass ich wieder fehlen werde. So, du doofe Schnäpfe, komm mal hier hin. Ich brauche noch die grüne hier. Thank you.
immer eine behinderte Kugel hier. Das gibt's doch nicht. Was soll das sein? Was ist das für ein Link? Let me check. Ach so. Ja, ja, ich drück gleich auf Überspringen, keine Sorge. Es ist gleich wieder soweit hier. Ich versuch's noch einmal und wenn das nicht hinhaut, dann werde ich das Rätsel überspringen. Okay, überspringen. Ja. So. Das haben wir ja toll gelöst. So. In seiner Brust steckt eine Sprungfeder. Natürlich steckt in seiner Brust eine Sprungfeder. Und wir haben jetzt irgendwelche Teile hier, die ich irgendwie zusammenbauen muss. Was ist das? Ein Sägeblatt aus Diamanten? Damit könnte ich Glas wie Butter schneiden. Was liegt hier noch? Ich muss etwas Platz auf der Bank schaffen. Eine Anleitung für einen gefederten Arm. Man braucht eine mechanische Hand, eine Sprungfeder und irgendwelche Kacheln. Irgendwelche Kacheln kann ich dir geben. Danke. Was ist das? Alte Zeichnung kann ich hier nicht gebrauchen. Okay, eine Lötlampe haben wir gekriegt. Eine Eidechse und den Anhänger. Eine Lötlampe? Wofür brauche ich denn jetzt eine Lötlampe? Das ist auch kein Mensch. Kann ich den hier auflöten vielleicht? Ah, okay. So, Sprungfeder haben wir auch. Können wir hier schon mal hinlegen irgendwo? Nein, das funktioniert nicht. Dann gehen wir halt wieder zurück. Um Dinge zu tun. Ah. Oh. Suchen wir wieder Kram zusammen. Ich mache das jetzt hier ganz unverbindlich. Was sind das in der Mitte für Teile? Wie soll man das erkennen? Was da gesucht wird? Finger oder was? Finger anscheinend. Wir bedienen uns hier im Ersatzteillager. Statt hier einfach so ein fertiges Ding schon zu nehmen. Sinn! Ach ja, weckt mal wieder Miss Summersan. Ist ja hier, es geht ja schon weiter. Ist ja schon soweit. Wo ist denn jetzt hier so... Oh, was soll denn jetzt hier noch fehlen für ein Teil? Es fehlt noch rechts dieses kleine Stückchen. Falls das jemand sieht, schreit. Das da? Nee. Es sieht alles danach aus hier. Ihr klingelt euch an, sehr gut. Tja, ich finde das fehlende Teil nicht, weil sich das so super von den anderen abhebt. Nicht. Tja. Okay, ernsthaft. Sieht jemand das fehlende Teil? Ich werde gerade ein bisschen grantig, weil das Spiel... macht mich einfach grantig gerade. Es kann doch nicht sein, dass man dieses Fitzchen da unten irgendwo hier finden soll. Ja, ja, ich kollabiere gleich auch hier. Jetzt hör auf mit diesem Rumgewabbel. Jetzt.
Welcher Spitzname? Ach so. Komm, zeig mir, wo es ist. Ich habe da eben 30 Mal draufgeklickt, ehrlich. So, wir nehmen die Golemhand mit. Und basteln die jetzt hoffentlich hier mal zusammen. Ah, setze die Teile in die mechanische Hand ein. Mechanische Hand. Wir spielen also wieder Tetris. Ich kann die Teile aber nicht drehen, ne? Nein. Okay. So, das passt ja hier schon mal aneinander, das ist gut. Das passt da auch. Da und da. So, jetzt aber. Da, rein. So. Die Hand haben wir doch. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt die gleiche Funktion hat wie die Hand des Typens hier. Dann hätte er das nicht so gut gesichert. Er hat es anscheinend nicht so gut gesichert. Was haben wir denn hier? Schiebe alle gleichfarbigen Scheiben in die farblich entsprechende Reihe. Du kannst die Scheiben nur an leere Stellen schieben. Okay. Oh. Mir tränt mein Auge. Dahin, das hier hin, dahin, dahin. So, Reihe 1 fertig. Heißt, irgendwie muss ich das jetzt hier hinkriegen. Nein, es hängt an einem und der kann natürlich nur so... So, machen wir das hier mal auf die Schnelle fertig. So. Wir können in die Zelle gehen. Splendid. You've done it, my dear. Alas, we're not out of the woods yet. Barber must be stopped. Sadly, I didn't really figure out how the trimmer machine works. You found some documents regarding the machine. May I see them? Okay. Super, jetzt können wir überlegen, wie wir die Maschine sabotieren können. Mhm. Was gibt's hier? Ich kann die Aufgaben nicht im Kopf lösen. Ein Stück Kreide wäre hilfreich. Das Hobby nicht. Aber ein Schwamm, immerhin. Okay, was hat denn der alte Mann hier so? Ein Käfer fliegt darin. Und es ist zu kurz, so kann ich es nicht gebrauchen. Ist doch eh voll gesabbert.
Aber jetzt kann ich es doch bestimmt. Immer noch nicht? Gut, da fehlt anscheinend noch was. You found some documents regarding the machine. May I see them? It seems that machine was invented by Barber's father. And he built it to prevent earthquakes, not induce them. Interesting. If we could compare these blueprints with Barber's documents, we might just have a way to stop him. We'll also need a piece of chalk. Okay, ich glaube, wir müssen die Dinger nebeneinander legen und da müssen wir bestimmt mit der Kreide die Stellen umzeichnen, die unterschiedlich sind. Aber wir suchen erstmal ein Stück Kreide. In der Hoffnung, dass der alte Typ hier irgendwo Kreide liegen hat. Ach ja, und hier oben kommen wir immer noch nicht dran. Was natürlich sehr schade ist. Okay. Wir gucken uns wieder um. Kreide soll es sein. Was hast du denn hier? Von hier aus kann ich Barber unbemerkt beobachten. Ja, das stimmt wohl. Kann ich denn mit meine Krähe? Kann meine Krähe vielleicht die Leiter runterholen? Nein, falsche Seite. Da. Gucken wir doch mal, ob das funktioniert. Nö. Die Krähe hat irgendwie schon lange nichts mehr gemacht hier. Das ist irritierend. Ach Mann, da war ich doch gerade. Dahin. Hier unten war der Fisch. Aber den kann ich nicht holen. Habt ihr noch was für mich, Jungs? Ach, guck mal da. Was ist das denn? Einen Haken. Den nehmen wir. Den nehmen wir mit und klemmen ihn hier hinten an das Seil hoffentlich dran. Ich kann es aber immer noch nicht gebrauchen. Der alte Mann guckt mich komisch an. Das irritiert. Das da brauche ich doch noch. Aber ich sollte den Haken lösen. Kann das Viech den Haken lösen? Ja! Jo! Flagge mitnehmen und drück mal hier abliefern. Nein! Doch! Jetzt bin ich aber völlig durcheinander hier. So. Und ich habe einen Enterhaken gefunden. Damit kann ich jetzt die Leiter... Kann ich sie jetzt damit? Ja! Hoch mit uns. Da ist ein Käfer. Und ich hätte gerne Kreide. Ich nehme natürlich auch alles andere mit, was hier rumliegt. Barber experimentiert noch immer mit seiner Erdbebenmaschine herum. Wir müssen uns beeilen. Machen wir, machen wir. Das ist bestimmt nicht nur Dekoration, doch irgendwas fehlt. Fernrohr? Nein. Echse? Nein. Flasche? Glaube ich eher auch nicht. Was liegt hier hinten rum? Oh, was zum Suchen. Eine Schreibmaschine. Barbers Symbol. Schallplatte. Da ist eine Glühbirne. Eins von drei. Da ist auch noch was und da... Oh, das war falsch. Ohne eine Schallplatte und einen Trichter ist das Grammophon nicht mehr als eine Kiste. Da, Trichter. Spielende Schallplatte. Nehmen wir mit. Da ist das Zeichen von Barber. Eine Kohlezeichnung. Ich muss nur noch ein paar Details hinzufügen. Ach, da. Eine Zeichnung. Ein Gehstock. Da. Ein Zylinder. Eine Kamera. Glühbirne und die Taschenuhr, bitte.
da oben. Und wir nehmen eine Kamera mit. Und ein Stempel. Ach, das Stempelkissen ist natürlich ausgetrocknet. Das ist natürlich doof. Was sollen wir hier mitmachen? Hallo? Magneten nehmen wir auch mit. Ah, hier muss ich eine Kapsel vorbereiten. I see. Aber ich muss erstmal Wasser irgendwo herkriegen. So. Und nu? We need to compare the old blueprints with Barbara's documents. Ja. Dann muss ich die wohl besorgen. Ah, ich kann den Typen beobachten jetzt hier mit den mit dem Fernrohr, glaube ich. Nicht? Kamera? Ah. Okay. Genau, wir haben uns mal eben ein Weitwinkelobjektiv gebaut. Und wir haben einen Maschinenplan einwandfrei fotografieren können, ohne dass der Typ es merkt. Kann ich die jetzt hier hinhängen? Nein? Muss ich das dem Alten geben? That's it. Now we can plan a proper sabotage. To the blackboard. To the blackboard. Beginne an einem beliebigen Punkt. Verbinde die Punkte und fahre dabei genau einmal über die Linie. Okay. Ach so, jetzt macht er das auch. Ach so, ich soll jeden Punkt verbinden. Ja, 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 ja. So. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, sage ich da nur. Falsch. Wieder falsch. Wieder falsch. So, ich werde jetzt ungeduldig hier. Zack, hui. You've solved the equation. It's so obvious now. The only thing standing between us and the machine is Barber himself. A mechanical myriad part. We could use it to lure Barber out. Let's go. Ziel erfüllt, plane einen Sabotageakt. Wir haben, was habe ich denn jetzt? Ings Stift. Habe ich mit eingesteckt. Ja, das klingt plausibel. Okay, wir haben noch einen Magneten in der Tasche. Ach, guck mal, jetzt steht der hier oben.
Und wir müssen immer noch irgendwas hier befeuchten. Befeuchten. Ah, hier fehlte doch die Eidechse. Ach, und den Fisch und den Papageien. Die habe ich doch auch irgendwo gesehen. I can fix it, but it needs a memory module and a tail. Okay. Kann ich den Fisch vielleicht hier mit dem Magneten rausziehen? Hier vorne, da. Ah, okay. Nehmen wir mit. Und wo habe ich den Papageien gesehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr hier. War das hier irgendwo? Da nicht. Habt ihr noch irgendwo Weiher reben? Da ist er nicht. War der hier irgendwo? Auch nicht. Ha. Ich weiß echt nicht mehr, wo dieses Viech gerade ist. Er kann doch nicht verschwunden sein. Also wenn ich jetzt schon nicht mehr weiß, wo ich irgendwas gesehen habe, dann überlege ich gerade echt, ob ich gleich den Stream ausmache. Hier muss ich wieder irgendwas zusammensetzen. Beziehungsweise suchen. Nee, was anderes fange ich jetzt nicht mehr an hier. Das wäre dann schon das Streamende. Besser ist das. So. Ich suche hier nochmal schnell die Teile zusammen. Waren das alle? Ja. Tausendfüßerschwanz nehmen wir. Da ist noch ein Käfer versteckt. Halt nicht gesehen hier. Da versteckt sich der Bursche einfach. Okay, wir gucken hier nochmal. Ob hier noch irgendwas ist. Irgendwelche Käfer oder Papageien oder so. Ach ja, hier kann ich Glas schneiden. Guck mal. Schwupp. Nehmen wir mit. Glasrohr packen wir ein. Sehe ich jetzt auch keinen Papageien. Also entweder ich habe mir den eingebildet oder der war vorhin irgendwo anders mal. Was ja durchaus auch sein kann. Gehen wir nochmal zur Maschine. Und reichen diesem Typen jetzt hier mal den Schwanz. I attached the tail, but we still need a memory module. Ah, ja, ich muss natürlich erstmal... Ah! Barber hatte vor, ein neues Gedächtnismodul zu bestellen. Der Zettel muss noch irgendwo gestempelt werden. Okay.
Okay. Ach, ich brauche Wasser. Kann ich das nicht hier? Ah. Hä? Ah, okay. Nun kann ich den Zettel in die Kapsel stecken und verschicken. Zumachen. Ab dafür. Oh, das geht aber schnell hier. Das kann nicht der DHL sein. We should program its brain first, otherwise it'll rat on us. Okay, ich muss das erstmal programmieren. Speichermedium einsetzen, war doch hier irgendwo, ne? Da. Was muss denn... Ah, da muss eine Karte rein, um den Computer zu bedienen. Die ist bestimmt hier hinten drin, aber wenn ich den doofen Papagei nicht finde, dann weiß ich auch nie weiter. Der vor allen Dingen hier eben irgendwo war. Da, nehmen wir doch den. Ich wusste es doch. So. Da ist die 10. Da ist das. Ein Rechenschieber. Und ein Fahrrad suchen wir auch noch. Hm. Was sollen wir jetzt hier mit? Ah. Eine Gleichung lösen, genau. Ein Orden hängt hier. Was ist das? Rote Flüssigkeit. Ein elektrischer Funke. Tja. Da. Nehmen wir. Und der Rechenschieber. Zack. Vertausche die Felder, um die Zahnräder zusammenzusetzen. Sammle sie dann ein. Auch die Tiere können Zahnräder verstecken. Aha. Ah, okay. Du hast ein Zahnrad versteckt. Die Schwein. Habt ihr auch welche? Nein. Oh doch, du hast auch eins. Alle? Ja. Und wir bekommen eine Maschinenkarte. Praktisch. Oh. Ja. Fülle die Reihen und Spalten den Zahlen entsprechend auf, um den Tausendfüßler neu zu programmieren. Okay. Das haben wir schon mal. Die drei. Und die. Schwupp. Okay. Das passt nicht. Eigentlich sollte das. Ach nee. Aha. Das passen. Dann nochmal 4. Wie Schiffe versenken hier. So. Dann das da hinten. Die 2. Nein, die 2. 3, 2. Oh, ein kleiner Dino. Achso, hier. Ach, da hinten ist ja schon wieder. Hab ich gar nicht gesehen hier wieder.
die Vorgabe. Ich habe ein umprogrammiertes Gehirn gefunden. Einmal hier hoch. Und hier, bitteschön. Ganz unauffällig. Neues Ziel, gelange in die Maschine. Haben wir hier jetzt alles gemacht? Ich wette, hier ist noch irgendwo ein Käfer. Aber finde ich jetzt gerade eh nicht. Okay, zurück. Boah, meine Nase juckt, ehrlich. Das ist ja furchtbar. Zurück, zurück. Oh, der Typ ist jetzt weg. Okay, wir müssen schnell dorthin gelangen. Barbara könnte jeden Moment zurückkommen. Kann unser kleines Vögelchen hier irgendwas ausrichten? Nein, aber wir können jetzt hier was machen. Und zwar, stelle in der mittleren Spalte das richtige Symbol ein. Aha. Habe ich doch jetzt? Ich weiß gerade nicht ganz genau, was ich tun soll. Okay. Das? Nö, natürlich nicht. Ah, warte, da oben soll der Kreis hin. Oh, ich bin auch. Ich bin ein bisschen durch heute, aber. So, jetzt aber. Ja? Oh. Guck mal, der gute Mann steht schon da. Ich habe das Gefühl, dass unser Professor auch nicht ganz zurechnungsfähig ist. Klebe das Zahnrad dem Muster entsprechend zusammen. Aha. Ah, ich kann die Dinger drehen. Okay. Das heißt, das muss irgendwo hier hin. Dahin. Warte mal, so? Da so? Nee. Auf der gegenüberliegenden Seite, so. Kommen wir zu Zweien. Die sind direkt daneben. Und das ist da oben. Dann haben wir noch das Ding hier und noch so fünf nebeneinander. Die kommen hier ganz unten hin. Und das Ding. Und dann haben wir noch das hier. Da. Schwupp.
Schwupp. Nehmen wir. Okay. Hier haben wir noch einen schweren Stein. Das Ganze wird mit jeder Sekunde wackeliger. Da haben wir noch einen Hammer. This is not good. We'll have to replace this part. This is not okay. Good. We'll have to replace this part. Ich könnte ihn einen Schmelzkessel verwenden. Wofür? Hier Gussform, okay. In dem Eimer ist jetzt noch nichts drin. Alles klar. Das nehmen wir auch alles mal mit hier. Erstmal alles klauen. Einmal noch. Haben wir hier noch irgendwas rumfliegen? Oh, da. Thermosflasche, Gartenschere. Der Dampf ist zu heiß. Aha, aha. Ja, 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 mir ist auch immer schwindelig. Komm. Hör auf, doch. Ein Bohrer, eine Kette. Zement. Lawine? Da? Diamant. Handschuh. Handschuh. Kopfhörer. Gartenschere. Und Schraubenzieher. Nehmen wir. Zement wird mitgenommen. Käfer. Kein Käfer mehr hier. Das heißt, auf zum linken Balkon. Und ich schätze mal, dass wir hier Zement irgendwie anrühren müssen. Aber dafür brauchen wir Wasser. Die Frage ist, woher nehmen? Ja, ja, eine. Ich muss das also von hier irgendwo nehmen, weil ich nicht zurück kann. Okay. Aber ich kann ja hier nicht. Das bringt ja nichts. Entschuldigung, haben Sie vielleicht Wasser? Oder kann ich mit der Lava hier das... Nee, ne? Was ist das hier eigentlich? Eine Eisenstange, okay. Mhm. Schön. Winterbohr. Was haben wir hier noch alles rumfliegen? Da, in dem Rohr ist ein Riss. Wenn ich ihn etwas erweitere, könnte ich an Wasser gelangen. Nein, nein, mit dem Hammer geht das nicht. Habe ich gehört. Dann nehmen wir halt den Stein. Geht auch nicht. Hä? Warum ist das nicht das beste Werkzeug, um hier ein Loch reinzuschlagen? Wenn der Stein auch nicht funktioniert und die Eisenstange auch nicht. Eimer? Nein. Hä? Dann gucken wir nochmal hier rein, natürlich. Und nehmen erstmal ein Sandwich mit. Barbas Emblem hängt hier oben. Leuchtpilze. Die haben sie aber auch mit ihren Leuchtpilzen hier. Maske, Mütze, Draht. Sehe ich gerade nicht. Doch, da. Spitzhacke, Taschenuhr. Da. Und Vulkanglas. So heiß, damit könnte man sogar Sand schmelzen. Oder Vulkan irgendwas draus machen. Dann nehmen wir es doch mal mit hier. Machen das da drauf und kriegen irgendwas. Genau. So. Und wir haben einen Silberbarren. Müssen wir jetzt gegen Vampire kämpfen, oder wie?
wollte schon sagen, damit kann man eigentlich auch hier nichts reißen. Da oben ist der Riss. Da. Warum geht das mit der Eisenstange denn nicht? Warum funktioniert das nicht? Also das verstehe ich jetzt echt nicht, ne? Das ist mir schleierhaft. Übersehe ich denn hier irgendwas? Mal wieder. Wenn ich den Eimer fülle, dann sinkt der runter zur Lava. Aber soll anscheinend ja nicht. Muss man das verstehen? Silber? Oh, genau, ich schmelze Silber. Mit bloßen Händen kann ich das nicht tragen. Dann nehme ich doch einfach mal diese wunderbare Stange, die ich habe. Und solle jetzt irgendwas mit dem flüssigen Silber machen. Hä? Nein! Der Riss soll nicht gestopft werden, der soll weiter aufgemacht werden, damit ich da im Wasser komme. Das ist der Sinn dahinter. Nur ist das Problem, dass das nicht funktioniert mit nichts. Genauso wenig für... Ist hier irgendwie gerade was, was funktioniert? Ja, ja. Habt ihr schon mitgemacht hier. Aber jetzt hänge ich wieder fest, weil ich nicht genau weiß, was die jetzt von mir wollen. Warum kann ich überhaupt nicht mit zurück? Ist doch doof. Hauptsache, ich renne jetzt hier wie eine Doofe hin und her. Ich hätte auf leicht spielen sollen. Brüchiges Zahnrad. Wenn ich das doch reparieren will, normalerweise muss ich doch das zum Beispiel nehmen, was hier unten schleierhaft in der Ecke liegt. Danke. Vielen Dank, Spiel. Super. Jetzt aber. Eimer mit Wasser auf Beton. So, das nehme ich mit. Das machen wir da rein. Genau, und kriegen selbstverständlich direkt ein Zahnrad raus, das wir dann dem Alten hier in die Hand drücken und der kann das Ganze mal reparieren. Genau, das war jetzt auch so groß auf einmal. So, Innenraum der Maschine. Uiuiuiui. Evangeline, hide quickly. You must finish. I'm tired of your games, Dr. King. Oh oh, ich glaube, der ist jetzt tot. Neues Ziel. Ein letztes Beben. Das hört sich an, als hätten wir hier gleich endlich Ruhe vor dem Spiel. Deswegen nehmen wir erstmal Nägel mit. Ohne eingefüllten Ladestreifen ist sie nutzlos. Aua, das sollte ich besser nicht anfassen. Soll das so sein? Ist auch gut. Soll das hier in der Mitte so blitzeln? Zum Gerüst. Uiuiuiuiuiui. Barbers Roboter, Moment. Eine Aussparung in Form von Barbers Anhänger. Ich habe ihn ja noch. Ja, wir gucken erstmal hier, was hier alles rumliegt. Noch mehr Nägel. Eine Seilrolle mit Griff. Dies könnte mein Weg in die Freiheit sein. Mhm. Kannst du denn, lieber Vogel, nichts machen? Okay.
Okay. Du kannst schon mal nicht. Bist du dir sicher, dass du das nicht kannst? Ja, ist er. Oh, du kannst hier oben was machen. Haha! Ja, okay. Bevor ich darauf steige, kann ich gleich in die Tiefe springen. Es sei denn, ich befestige es irgendwie. Ah, da brauchen wir also die Nägel für. Alles klar. So, das haben wir jetzt mitgenommen. Und noch mehr Nägel. Und hier steckt einer zu tief im Boden. Den muss ich da wohl irgendwie rauskriegen. Aber gucken wir erstmal, was hier ist. Verbinde jeweils zwei Symbole mit Hilfe von Kabeln, um die angezeigten Figuren zu bilden. Das hatten wir doch schon mal. In irgendeinem Rätsel hier. Genau die gleiche Art. So. Und da war ich nämlich auch nicht gut da drin. Räumliches Vorstellungsvermögen ist gar nicht meins. So, und das da oben. Okay, eins haben wir schon mal. Das ist rund. Und ich brauche noch eins in der Mitte. Nee, das nicht. Das nicht. Dich mache ich gleich. Hier draußen hat übrigens jemand Techno-Musik an. Das nervt. Das Blaue muss dahin. Das haben wir jetzt nur rund. Und ich hätte gerne noch irgendwas halbes rundes. Das da zum Beispiel. So, das Grüne. Das Grüne soll das rechts oben. Und... Nein. Das da. Das Gelbe. Das da. Und... Nö, das da nicht. Irgendwas Schräges. Nein. Es war ein guter Versuch. Nein. Nein. Das da. Okay. War's das? Oh, zerstöre die Erdbebenmaschine. Was schuldet dir die Welterrungenschaft freigeschaltet? Was passiert hier gerade? Ich sollte, glaube ich, lieber abhauen, oder? Es sieht schwer danach aus. Aber ich brauche doch noch hier unten den Nagel. Ich gehe lieber hoch. So. Gucken wir uns hier nochmal um. Das funktioniert nicht. Irgendwas fehlt hier noch. Was ist denn das hier eigentlich, was hier liegt? Warum... Das muss ich irgendwie befestigen. Okay. Ach, das ist ja gar nicht laut hier. Ach, den können wir einfach so mitnehmen. Ja, das ist natürlich... Vorhin mussten wir den Nagel mit einem... mit irgendwas rausziehen. Versuchen wir was anderes. Warum? Ich habe Nägel und ich möchte hier was festmachen. Der ein oder andere kommt auf die Idee, für diese Befestigung Nägel zu nehmen. Aber anscheinend nicht. Ach Gottchen, eine Nagelpistole, natürlich. Was ist hier? Ich fühle mich, als stecke ich in einer Uhr. Der Uhr des Schicksals. Ja, 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 ich hab's ja schon gefunden. Hoppa. So. Wir befestigen das auch nur an einer Seite, habe ich gehört. Ja, guck mal, jetzt kommt hier Seil-Action, ne? Oh! Schwupp! Ziel erfüllt, ein letztes Beben.
We barely managed to escape as the cave ceiling collapsed. But we made it out, all together. Me, Ink, and Matthew. And we ensured that Barber will get the punishment he deserved. In the end, we made the world a safer place. Das Ende macht keinen Sinn. Wie ist der alte Mann aus den Fängen dieses Typen gerade gekommen, wenn wir den überhaupt nicht mehr gerade zu Gesicht gesehen oder bekommen haben? Das ist mir jetzt mega schleierhaft. Also irgendwie... Klärt mich gerne auf, wenn ich da was verpasst habe. Und wieso hatten wir jetzt auf einmal noch ein Modul, was diesen Roboter umgedreht hat? Wahrscheinlich gibt es die Auflösung in Teil 2. So, wir gucken uns nochmal die Qualitätssicherung an. Vielen Dank. Ihr habt ganz tolle Arbeit geleistet. Sarin Surya Arakshige Don. Auch ein guter Name. Portierung und Lokalisierung. Schön. Gibt sogar zwei Teams von. Ja, echt, du hast das Beste verpasst, Lele. Okay, hier nochmal schön. Spark Casual Engine. Unterstützt durch Spark Casual Engine Technology. Und die Credits gucken wir uns jetzt hier nicht nochmal an. Ja, toll. Super. Ich guck mal eben, wie viele Achievements ich jetzt bekommen habe. Für diesen Schmorren. Zwei neue Gegenstände im Inventar. Ruler with an Iron Fist, den hatten wir schon. For Hochwald and Glory. Oh, 37 Cent. Toll. Wartet mal. Okay, okay. Erstmal verticken hier. Tja. Ja, war ein ganz tolles Spiel. Eigentlich darf ich ja nicht sagen, weil ich habe das ja geschenkt bekommen. Aber ich weiß ja nicht, ne? Das nimmt einem auch schon ein bisschen die Lust an Wimmelbildern, ehrlich gesagt. Ich befürchte ja, es gibt noch ein Bonuskapitel, oder? Ja, gibt es. Spielen wir jetzt nicht. So, ich guck nochmal. Sammelobjekte. Minispiele gibt es auch. Hier die Wirbelbildszenen kann man auch nochmal nachspielen. Poster zum Ausdrucken. Schön. Mehr Infos, Hilfe, Team braucht man nicht. Eben, sag ich ja. Deswegen sage ich ja nichts gegen das Spiel. Also, ja. Oh, herrlich. Achso, ich habe ja gar keine Achievements geguckt. Ich habe jetzt eben nur geguckt, welche Sammelobjekte ich bekommen habe. Das ist natürlich gut. Die Frage ist, wo ich das sehe. Wartet mal, wie heißt das Spiel? Clockwork, da. Alle Errungenschaften anzeigen. Ich habe einige. Oh, ich habe nicht die Sammlung vollständig. Ich habe auch nicht die Vorgeschichte abgeschlossen, also das Bonuskapitel. Nicht mehr als ein einziger Fehler in einer Wimmelbildszene habe ich leider auch nicht geschafft. Und löse alle Minispiele ohne Überspringen habe ich auch nicht geschafft. Alles andere habe ich. 15 von 19, 79% ist auch super. Das ist doch super.
Aber ich mache den Stream jetzt aus. Es gibt also nichts anderes hier mehr heute. Das hebe ich mir dann für ein andermal auf. Außerdem ist gleich Schlafenszeit. Deshalb wünsche ich euch einen schönen Abend noch, eine gute Nacht. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mit einem anderen Spiel. Vielleicht dann mal mit The Cave. Oder so. Mal gucken. Bis dahin, auf Wiedersehen und adios.